Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Tryna call you telly. Yeah. Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Eligella. Eligella, you're the best, man. Hold on, fuck that. Hey, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr da seid. Wir haben wieder Pulli an, ne? Hä? Wir haben wieder bei einem Pulli. Wir sind schon wieder so dumm und haben einen Pulli an. Wir haben von gestern nicht gelernt. Es ist der Wahnsinn. Ey, erstmal Applaus an euch selber. Schön, dass ihr alle da seid. Sehr, 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 sehr geil. Chat sieht heute auch unglaublich gut schon aus. Wer ist von gestern da? Von gestern einmal outen? Oh, sind nur sechs Leute. Nur sechs Leute, ne? Sechs, sieben Leute, ja. Gestern war die Crowd super, ne? Das wollte ich mal gesagt haben. Man hat es manchmal nicht im Stream, ich habe mir ja die Clips angehört. Ja. Man hat es schon gehört, ja. Aber gestern war die Stimmung hier super und ihr müsst da heute Konkurrenz machen. Ja. Ne? Wir wählen tatsächlich aus, welche Crowd besser war und die laden wir vielleicht nächstes Mal ein. Eigentlich, jetzt müsst ihr noch mal einmal richtige Stimmung machen einmal. Ja, gut, ah, die ist stark. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich hatte gestern das noch mal eine kleine Info am Anfang. Ich habe ja so automatisch Werbung angeschaltet bei mir, ne? Das hatte ich gestern. Wegen Kohle, weil du Kohle verdienen möchtest. Ja, obviously. Ja, so. Also, ne, mein Vermieter sagt ja auch nicht, oh, du siehst aber sehr gut aus, sondern mein Vermieter sagt. Das sagt er aber eh nicht. Aber gut, passt. Ja, ich sag nichts, Bruder. Ich sag nichts. Ja. Aber wir in dieser Show, immer in diesen Shows, ne? Das hatten wir gestern auch schon, das Thema. Da wird immer geklatscht, wenn man irgendwas sagt. Wenn man irgendwas sagt, wird immer geklatscht. Hallo erstmal, na, wie geht's? Alles gut? Wie heißt du? Julius, ah, du hast direkt. Du musst immer ins Mikro rein. Ja, geil. Moin. Ja, du bist? Ich bin der Mustafa. Mustafa, komm gerne in die Mitte. Spielst du Weekend League? Nee, ich spiel keinen. Ja, okay, sonst hätten wir ein Problem. Wenn Galawappen und Mustafa in Klantec, dann also das ist krank. Sofort verloren. Musti, wenn du Weekend League spielen würdest, ey, ich weiß nicht, ob ich das hier neben dir aushalten würde. Nein. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ihr seid immer gut. Mit Gala-Fanerwappen sofort Öler. Immer Schwitzer. Ist immer dasselbe. Aber spielst du Fortnite? Fortnite auch nicht, nein. Was spielst du denn? COD, League of Legends. Ah, okay. League of Legends? Okay, krass. Und du? Ja, Fortnite eigentlich nur. Cool. Auch seit Anfang an. Cool. Mein Mann. Gut, dann erzähl mal, wie fandet ihr es gestern? Also, gestern war die, ich sag mal, die Crowd auf jeden Fall geisteskrank. Aber auch erstmal Props ans ganze Orga-Team und so. Alles so crazy hier gestaltet. Also, vor Ort ist einfach nur richtig geile Show. Richtig geil organisiert mit den Pros, den Creatern und alles. Hier vor Ort, was die Regie alles hier auf die Beine gestellt hat, ist... Geisteskrank. Da muss man wirklich mal auf Props. Mega. Props an die Regie und die Orga, ne? Da haben Amar und ich nichts mit zu tun. Ne? Ist ein Paid Actor hier, ne? Also haben wir bezahlt vorher, dass er das sagt, ganz entspannt. Also hab gesagt, oh, bei der Pulli, Regie und Orga, da, also besonders bei der Regie, da haben wir nichts mit zu tun. Das macht die Regie super. Da sind wir auch sehr dankbar, dass die so einen guten Job machen. Wir sind ja nur die vor der Cam dann versuchen zu unterhalten. Aber so rein technisch gesehen, mit den ganzen Kameraswitches und Grafiken, das macht alles die Regie. Und die machen einen super Job. Die machen echt einen super Job, muss man auch nochmal sagen. Was mit dir, Musti? Also ich fand die Stimmung auch sehr gut. Die Atmosphäre war geisteskrank, kann ich auch nur zustimmen. Cool. Und ja, was ich kann sagen, war halt krass. Ich weiß nicht, wie es heute wird, aber ich hoffe mal. Aber muss dazu sagen, auf jeden Fall. Nicht, dass man jetzt denkt, wir sind im Anfield, ne, mit 150 Zuschauern irgendwie, sondern das ist alles, ne, also, aber war schon cool, fand ich, immer wenn 100%. Kill gemacht wurde am Ende, also im Late Game geht es halt immer ab, ne, am Anfang ist immer ein bisschen ruhiger, bla bla bla, aber dann am Ende, im Late Game, da ist immer sehr cool. Ihr könnt es ja nochmal probieren heute, einfach mal zwischendrin auch mal so ein, das ist ja auch ein geiles Gefühl, guck mal Marc, komm mal kurz her, bitte. Marc, einmal Applaus für Marc Eggers, bitte. Stimmt. Einmal Applaus für Marc Eggers. Wenn es hier jemanden gibt, ja, einen der allergajutesten, mein Freund und Sexfreund Marc Eggers. Danke, dass du da bist. Komm gerne einmal kurz mit auf die Bühne. Guck mal, es geht nämlich ganz, ganz leicht. Ich weiß, das ist jetzt nicht skriptet und so. Darf ich ganz kurz, Musti? Es geht nämlich ganz, ganz leicht. Und ihr werdet das jetzt selber einmal mitbekommen. Ich traue mich das immer nicht, aber es gibt eine Person, die ich kenne. Chat auch nochmal, da bist du im Chat für Marc. Es gibt eine Person, die ich kenne, die immer die Massen sofort anheizt. Egal, wo du bist. Ob du auf Klo bist, auf einer random Pissoir, da sind 20 Leute. Und dann sagt er so, ich habe einen Puff. Und alle so, und meine...
Deswegen, bei dir funktioniert's. Ich will einmal den Leuten nur zeigen, wie es funktioniert. Mach's doch einmal. Mach's einmal vor. Wie bitte? Du kannst zaubern. Du kannst zaubern. Mach einfach was. Du kannst irgendwas das machen. Das Publikum ist eh eine 1 plus mit Stelle. Da ja. musst du gar nicht viel machen. Probier wir können das zusammen machen. Ja, Musti, was dann? Komm, Musti. Sehr gut. Das zusammen, damit ihr mal seht, es liegt nicht an mir, sondern es liegt tatsächlich immer an dem Publikum. Und wir machen das jetzt ganz einfach. Wir beide, wir zählen jetzt zusammen. Bis drei. Eins, zwei. Bier, Icky. Das kriegen wir jetzt hin. Und bei drei seid ihr wirklich so laut ihr könnt. Das heißt, ihr stampft, ihr klatscht und ihr schreit. Wir testen nur mal kurz das Stampfen. Oh, mega gut. Wir testen kurz das Klatschen. Und jetzt das Schreien. Pass auf, und jetzt machen wir das auf drei. Er gibt die drei, ich mache eins, zwei, drei und dann rastet ihr aus so laut ihr könnt. Alle drei Sachen zusammen, okay? Kriegen wir das hin? Musti? Ich bin dabei. Pass auf. Eins, zwei, drei! Siehst du? So Wahnsinn. Ah, hey, dope, ist ja der Wahnsinn. Dope, ist geil. Musti, alles tatsächlich dir zu verdanken. Bier, Icky, Ütsch. Geil. Wir fangen an mit der Gruppe 1. Gestern habt ihr es vielleicht ja schon mitbekommen, auch zu Hause oder hier. Wir haben ja die Gruppen reingeholt, so in 5er bis 6er Gruppen. Wir haben uns gedacht, weil viele gestern vielleicht nicht eingeschaltet hatten, keine Zeit hatten oder so, fangen wir mit dem Ganzen nochmal an. Und wir fangen an mit deiner Gruppe und möchtest du die natürlich erlauben? Warum denn meine Gruppe? Ja, aber das sind doch ja, also meine Kumpels. Es ist, die erste Gruppe ist Sydney, Kuba, Willi, Musti und Bixel. So, ich fange mal direkt an. Und ich will auch gar nicht angreifen oder sowas, aber was war mit dir, Kuba, gestern? Ja, du warst ja gestern nicht scheiße. Im Fokus. Scheiße ja? warst du. Und wir sind ja auch nicht werbefreundlich, du warst scheiße, sag's ihm, dass er Achso, scheiße ja, du warst beschissen. Ja, ich brauch das. Was war mit deinen Augen? Warst du besoffen? Warst du, also du kannst ja ehrlich sein. Ja, ich hab 3 Stunden gepennt, war schlecht gelaunt. Warum? Frauen. Welche? Nein. Rainer. Ja, ja. Was? War es Rainer? Weil Jet war es nicht, ich ja, weiß, nein, du magst keine Rainer. Weißhaare. Ich hatte ein bisschen Probleme. Aber trotzdem war da immer noch in meinem Team Dinge, wo ich gesagt habe, der Ansatz war da, das war gut, aber es hat leider nicht gereicht. Dann kamst du um die Ecke mit den Trommeln, Umumemo, dann hat er gekracht. Du hast auch perfektes Timing immer auch gehabt, weil wir waren nicht in der Box, haben gewartet oder so. Wir waren immer in Fights drin. Ich weiß. Du, perfektes Timing. Ich habe einen richtig geilen Clip gesehen, da wurde Noah gekillt und dann ist Noah voll ausgerastet und hat sich so nach hinten geschlagen mäßig, ne, mit seinen Füßen. Ja. Und dann ist er voll gegen Kuba gekommen und dann war sein Tisch irgendwie voll eingesaut und dann hat er ihn voll angeschrieben. Oh, ich war so ernst. Sauer. Das war ernst. Oh, geil. Bist du sauer auf Noah? Ich bin halt ein sehr ehrgeiziger Mensch, das ist das Problem. Ne? Ich bin halt ein E-Sportler ne? Und dann, wenn es dann nicht funktioniert, immer alles dann... Dann wird es auf die anderen geschoben, auf die Truppe. Ja, wichtig. Musti müsste hier eigentlich mit... Was geht ab? Was geht ab, Mustafa? Oh. Gib mal das Mikrofon. Also, Musti müsste hier... Was hast du zu sagen? Musti müsste hier mit... Erzählt. Nein, mach mal. Ja. Was war die Frage? Ich habe ihn noch nicht gefragt. Mustafa, zweiter Platz. Das hatten viele nicht auf dem Schirm. Du dachtest, er war scheiße. Ich hab von Anfang an gesagt, er doch, ich hab gestern gesehen, du meinst scheiße. Nein, ich meinte, du bist scheiße. Ich dachte, du bist ja so Boden. Du bist der Bodensatz. Ja, aber ich kann Fortnite spielen. Das ist wirklich nicht schlecht. Wir haben vor einem Jahr gespielt oder so mit Eldos und so. Das war ja Quatsch. Da war nicht eingespielt. Was war nicht eingespielt? Du hast Controller in der Hand. Wie fandest du es bis jetzt, Musti, so turniermäßig? Erzähl jetzt mal. Alles top. Ich will unnormal geil. Macht's dir Spaß? Ja, unnormal. Habt ihr irgendwas auszusetzen? Was? Ob du irgendwas auszusetzen hast? Sag, was geht ab? Was geht ab, hat er gesagt? Hast du was auszusetzen am Turnier, Mustafa? Ach, du heilige Scheiße. Nein. Besser ist. Aussetzen, also. Ob du irgendwas scheiße findest. Ach so, nein. Erzähl mal ein bisschen. Wir hatten heute schon ein bisschen was zu tun, haben ein bisschen geredet hinter den Kulissen. Ne? Wie fandest du den Tag gestern? Geil, aber auch anstrengend. Ne? Also so von der Konzentration und so, das geht. Das unterschätzt man, aber so 6-mal performen, das ist nicht leicht. Und ich sag's immer wieder, Consistency is the key. Nochmal? Consistency. Was ist? Jeder weiß, was er meint. Consistency ist key. Jeder weiß, was ich meine. Pennen gegangen und jetzt? Ja, er meinte, er muss so bis 10, 11 Uhr arbeiten. Also Skype, ne? Und dann hat er Mittagsschlaf gemacht und ich hoffe gleich.
Also der ist noch nicht auf dem Discord. Ist er noch nicht da? Der ist noch nicht da. Okay. Aber Dylexa ist auch nicht da. Die Stimmung ist super. Ich habe Dylexa direkt am Anfang gefragt, ey, wie wichtig sind die Earnings? Mhm. Und sie meinte, sie zieht jetzt um. Sie braucht eine neue Küche. Krass. Also sehr wichtig. Okay, aber ihr seid auf einem guten Weg zu den Earnings, weil ihr seid auch punktgleich mit dem 8. Platz. Also ihr seid gar nicht mal so weit weg von den wirklich dicken Preisgeldern. Alter, ja, aber das ist nicht wegen mir. Das ist alles nur wegen Dylexa und Benny. Ich habe vorhin mit ihm geredet, offcam auch. Immer dieses Kleingerede. Du bist super Velo-Spieler, du hast super Aim. Klar sind die Mechanics anders, aber du glaubst, du musst da nicht glauben. Was? Warum hast denn du ein scheiß Headset? Ja. Ich muss das aufhaben, weil ich hab's vergessen, erst abzusetzen und dann Subwette. Jetzt darf ich's absetzen und hab 50 Subs, weil du es angesprochen hast. Wirklich? Ja. Jetzt hast du 50 Subs gewonnen? Ja, so leicht verdientes Geld. Von wem denn? Ihm? 55, sorry. 55 Subs? Wie reich bist du? Warte. Metashi, soll ich auch irgendwas anziehen? Vielleicht. Für die Leute, das ist ja Metashi, ich bin ja nicht so in der World of Warcraft-Welt drin, aber ganz kurz nur, das muss ich mal sagen. Von dem Mann hast du gerade dick viele Subs gewonnen, der ist eine richtige Legende in World of Warcraft. Danke mal lieber. Super gerne. Der hat mir da gerade seine Sachen gezeigt, sein Käfer da, mit was du da, oder was es da ist. Mein Scarablord, ja. Ja, dein Scarablord. Ja. Okay. Also, der ist, du bist da eine Legende. Auch bei mir gestern in den Chats so, wow, Metashi ist da, wie geil und so. Die Frage ist, wo bist du mal aus? Ja, weiß nicht. Ich glaube, ich komme da nicht mehr raus, wenn ich da einmal drin bin. Also es ist alles super gut aufgebaut, also das alles hinter dem Ding ist geil, aber so bei Fortnite, habt ihr unser Positioning gesehen? Ich habe es gesehen. Also wir sind Platz 33 und wir haben 8 Punkte. Ja, da steht's. Also ich kriege mich gar nicht um, ich weiß das, ich kenne das Elend. Also wir haben 8 Punkte und ich habe gestern nach der 5. Runde, also irgendwann gegen 23 Uhr, unseren Pro gefragt, yo Bro, was ist denn jetzt mit einer Taktikänderung, was können wir machen? Er lässt kurz 5 Minuten und sagt dann, ich glaube, wir müssen loslassen. Ja. Bro, da grüßt du auch nochmal Cosmo. Ja, Hugo, wir gucken mal einmal auf das Leaderboard. Du bist gerade 21. Platz mit Philo und Mr. Y. Wie ist denn das für dich? Ist das Team gut? Wir sind eigentlich gut, aber wir sind scheiße. Gestern gab es ja die Musiker und Iron Man und etc. Da wurde da hätte ich mehr Punkte machen können. Da wurde uns gesagt von der Regie, dass du den einen auf die Bretter schicken wolltest. Um es so zu sagen. Ja, also. Kann man das so sagen? Nein, das. Dass du. Ach. Du warst nicht. Also, nee? Also, nein. Ich wünsche, wir hätten jetzt dieses Bild parat, was mir gezeigt wurde. Von der Kamera. Wie war das so? Na, unten sind ja überall Fotografen und die fotografieren die Spieler. Und dann ist da Spider-Man und umarmt so Revi und macht so ein L. Und Revi guckt ihn so an, aber überhaupt nicht lustig. Du fandest es gar nicht lustig. Überhaupt nicht lustig. Ich habe nicht verstanden, was los ist. Und wollte ihn, glaube ich, wirklich dieses Kostüm ausziehen. Ehrlich jetzt? Ja. Also es war schon sehr geil, wie aggressiv er da aussah. Ich wünschte, wir hätten das Bild jetzt hier irgendwo. Ich bin jetzt zum Performen hier. Ja, das hat gestört. So. Ne? Das ist hier ein Anti-Aggressions-. Deshalb bin ich Platz 26. Das ist deine Freunde. Das ist hier nämlich eine Intervention. Aber wenn dir das gefallen hat, dann kann ich dir sagen, dann wirst du nachher sehr viel Spaß haben. Wir haben heute noch zwei Lustige. Wenn eine Sache passiert, gehe ich nach Hause. Zwei Sachen werden sogar passieren. Dann gehe ich doppelt nach Hause. Ja? Wir spielen eigentlich auch ganz gut. Also die Kommunikation ist fein, keine super toxic oder so. Nur läuft die Spiel aus Thailand. Das heißt, wenn ihr das mit Servern kennt, du hast halt dann 200-300 Ping oder so. 300er Ping, ja. Ja, und vor allen Dingen, aber da auch Props, dass er das denn so durchzieht. Ich glaube, als das Turnier gestern vorbei war, war so 7.30 Uhr morgens bei ihm. 7.30 Uhr morgens. Also das heißt, alles schon krass. Er spielt auf einem 300er Ping um 7 Uhr morgens nochmal aus Thailand. Ja, ist ja auch, da hat er wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Dinge zu tun. Dafür aber geil, ey. Gestern, als hier eine Gruppe saß, wurden einfach 100 solcher Bilder geschossen, weil mein Handy hier lag. Ach so, dein Handy. Und die haben Bilder von sich die ganze Zeit gemacht? Die haben Bilder von sich gemacht. Das ist ja scheiße. Also, es war natürlich die letzte Reihe. Guck mal, man kann es hier sehen. Der hat hier 100 solcher Bilder gemacht. Ja. Dankeschön, Abu. Dankeschön, Roat. Also, ja, super. Hey, das bitte zieh die Scheiße. Wirklich, ich kann das nicht. Bitte, sagt was dazu. Ihr seid da hier, ehrliche Meinung. Ihr müsst da immer ins Mikro reden. Ich meinte vorhin, das sieht echt gut aus so, aber irgendwie glaube ich... Nimm das Mikro direkt vor. Ach so. Ja. Wenn du es fühlst, lass es an. Hä? Lass es an, wenn du es fühlst. Okay. Ich sag dazu nichts, Eldos. Ich sag dazu auch nichts. Sie hat recht, wenn du dich wohlfühlst, Eldos, dann trag's. Ja. Also guck mal, es hilft dir, wir können ja mal bei dir anfangen, einmal hier gerne auf die erste Seite, glaube ich, gehen. Platz Nummer 5, hier, Eldos, ne? 5. Platz mit Krokoboss und mit Prey. Irgendwas macht das ja mit dir, ne? Diese Durag macht ja irgendetwas mit dir. Du bist ja sonst FIFA-Pro? Ja, ich richtig? Bin FIFA-Pro. Wie ist so bei dir gerade FIFA-Ranking-mäßig? Nee, es gibt ja kein Ranking dieses Jahr. Nee? Okay, das heißt, also, wonach messt ihr euch? Es gibt wenige Turniere so dieses Jahr. Ja. Aber zum Beispiel letztes Jahr gab es ein Ranking so, ne? In Europa war ich 23.
23. Platz. Oha, 23. Platz. Gut, hier, ne? Ja. Sitzt da einfach neben uns. Das ist krass, ehrlich. Wir gehen jetzt in die Gruppe 5. Yes. Und diese Gruppe hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Ja. Viele unten beschweren sich über sie. Viele lieben sie. Alle lieben sie. Viele haben auch Respekt vor ihnen, glaube ich. Auf jeden Fall. Die gehen denen aus dem Weg. Würde ich auch. Und zwar ist die Gruppe Rohat, Mehdi, Breitenberg, Edis der Breite, Mert und Abu Goku. Mein Team, also Dave Knight gibt sich echt viel Mühe, der ist auch sehr gut, finde ich. Der hat auch letztes Mal rasiert, der hat ja 10 Kills geholt oder sowas, richtig krass. Shusei ist auch ein sehr guter Mann, der gibt auch gute Calls. Ja. Ich war zwischendurch abgelenkt ein bisschen, habe nicht alles mitgekriegt, bin zu spät einmal in die Runde. Wovon abgelenkt? Das ist, weiß ich nicht. Auf Toilette. Na. Also, ich kam zu spät, sagen wir es mal auf so. Toilette? Warst du ein Wichs oder wie? Was ist das für ein Call? Also ich hoffe einfach, dass die Jungs nicht sauer auf mich sind. Ich gebe mein Bestes, ich bin halt im Rucksack. Nein, aber ne? Sag doch mal, warum? Wovon denn abgelenkt? Auf Toilette, was ist das? Ich war Essen holen, als sie in der Runde waren. Ja, einmal war ich Essen holen. Okay, einmal war ich Tindern, einmal war ich Essen holen, jetzt raus. Ah, du warst Tindern? Ja, da musste, ich musste ja. Warte mal, du warst Tinder? Auf Klo warst du auf Tinder, während nein, die Runde war? Nein, eine Runde war ich auf Klo. Und dann Essen holen. Einmal war ich Essen holen. Digga, der hat sich heute eine Frau geholt, die neben ihm sitzt, die ganze Zeit und beim Fortnite-Spielen zuguckt. Und weißt du, was heute krass dabei ist? Weißt, ja, beim Event, die wartet unten. Der hat sogar eine Wette abgeschlossen mit der Frau. Ja, ich habe keine Chance auf mich. Soll ich sagen? Nein. Soll ich nicht die Wette sagen? Lieber nicht. Sag mal bitte. Ja gut, ich habe eine Wette abgeschlossen, wenn wir haben beide Solo gespielt. Ja. Und wer weiter vorne ist, der Verlierer muss dem anderen dann mein König oder meine Königin sagen. Und dann so Butler-mäßig zum Beispiel Essen holen, Rücken massieren, sowas, Schuhe putzen. Ihr beide? Volles Programm, nein, die junge Dame und ich. Ich hab verloren. Ich spiel doch gar nicht. Spielt sie mit? Spielt sie mit? Nee, die spielt nicht mit. Hä? Und wie soll sie denn moralisch? Moralisch und, nein, Solo, einfach so, zum Trainieren. Bevor das Turnier mäßig heute losging, um 15 Uhr. Zum Üben. Ich habe geübt. Ich kann das nicht vermarkten hier. Ich kann das nicht. Okay, danke Breitenberg. Geiles Interview, Breitenberg. Sehr geil, sehr geil. Wir kommen tatsächlich zur letzten Gruppe, meine lieben Damen und Herren da draußen. Und es sind die Sweats der Sweats im Fortnite-Gebiet. Wir haben natürlich meine Söhne mit dabei, aber wir haben hier auch nochmal einen Special Guest auch nochmal mit dabei, der extra für uns hierher gekommen ist. Der ist leider jetzt diesmal nicht bei der Auswahl mit dabei gewesen, aber heute ist er bei der Auswahl in Fortnite. Deswegen begrüßen wir hier auf der Bühne Vadial, Reason, Kato, Hami und Marius Wolf. Marius Wolf, meine lieben Freunde. Wer ist hier Dortmund-Fan? Einmal outen. Oh, guck mal hier. 1, 2, 3, 4. Immer ein paar. 6. Immer wieder ein paar. Gestern hatte ich ja einen hier. Den hast du ja sogar noch einmal gegrüßt. Ich hab's Trikot mitgenommen. Du hast ein Trikot mitgenommen? Hast du Trikot für ihn? Der kommt heute noch. Der kommt heute noch. Der wird sich freuen. Ich hab eins mitgenommen. Alter, du bist der Wahnsinn. Guck mal. Das ist nämlich hier im Chat auch nochmal. Ja, BVB, sehr geil. Schlotte ist auch im Chat. Hi, Schlotte. Hi, Schlotte. Kommt später noch hier hin, ne? Kommt er noch? Kommt Schlotte. Holla. Ah, stark. Hast du geklärt? Unterstützung. Ja, Bro, Digga. Mentale Unterstützung, die brauchst du auch. Ey, oh mein Gott. Weißt du, was witzig wäre, wenn ihr euch so mal abtauscht? Aber Schlotte ist nicht so schlecht. Ja, dürfen wir das? Er macht doch. Also, weil er ist, Schlotte muss ist sogar Öler, ne? Schlotte ist sehr gut. Ich habe ihn auf mit eingestuft. Ich habe ihn mal gesehen. Ich habe ihm schon geschrieben, dass er für mich spielen soll. Ja? Achso, du hast das schon im Kopf. Ja, du bist clever. Du bist sehr, sehr clever. Wir haben noch ein bisschen was vorbereitet, weil Marius wollte auch nochmal so ein kleines Dankeschön sagen. Er meinte so, ey, geil, dass ich mit dabei bin und sowas. Deswegen hat er mich gefragt, ob ich nochmal ein paar Controller organisiere. Und er hatte nochmal ein Trikot organisiert. Wir machen nachher nochmal ein Gewinnspiel, auch nochmal hier für die Leute vor Ort. Und für die Leute auch zu Hause. Machen wir noch ein nices Gewinnspiel. Sehr, sehr ehrenwert, Marius. Sehr geil. Ja. Meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück und es ist soweit. Wir können jetzt gleich in die allererste Runde starten. Auch nochmal hier an dieser Stelle, Shoutout an Experian, muss man ja einfach sagen. Geile Location, also alles sehr, sehr top. Auch die Mitarbeiter hier top, alles top. Es freut mich sehr, dass wir hier sein können, im Herzen von Köln. 50 Subs haben wir gewettet. Mhm. Und ich aber auch nochmal mit Hugo Top 10 gewettet. Aber das ist die Euphorie, das ist die Euphorie. Der ist runter. Das ist die Euphorie, das ist der Pro. Made out! Oh, das ist der Dreier. Okay, man sieht das in Medis Gesicht. Der ist auf jeden Fall gebombt. Und das ist halt das Geile, ne, dass sie sich da unten dann so anschreien. Wunderbar. Warte, die doch, die fallen. Die holen Abo. Die holen Abo, glaube ich. Irgendwo? Schön. Ne, die holen dort der Abo. Wo ist mit? Im Dach. Da. 20. Nicht runter, die gehen rein. Doch, runter, doch. Geht runter. Geht runter. Ja, er geht runter. Stegi. Boah, Stegi da. Stegi ist der Urwirt. Bin wieder oben. Ja, Stegi. Ach du Scheiße. Boah. No way. Boah!
Nee, nee, ja, und weg, und weg, und weg, und weg. Oh mein Gott! Haben sie geholt? Tötet die! Wow. Ja, sauber, sauber. Das ist der Pro, Er darf nicht down gehen, Er geht für den Finish! Und sie holen alle drei! Und damit jetzt, geil! Reasons Team jetzt hier, mit Stegi gemeinsam! Ey, warte mal, spielt der auf den Konsole? Ich weiß nicht. Marius? Oh! Ja! Ja, ja, ja! Oh mein Gott! Er holt Stylus! Bitte! Doppelkick! Marius! Marius Wall! Mit seinen ersten zwei Kills hier in Fortnite! Mit Danny im Team! Er hat alle drei geholt! Ja, ja, ja. Marius, du bist ein Löwe, Bro! Du bist ein Löwe, Bro, sagt Danny! So, ich switch mal hier kurz auf meinen Sommermann, Vadial. Vadial auch in der Nähe vom Pleasure Park. Vadial Top 3 übrigens, ja, stand jetzt mit seinem Team. Ja. Könnt ihr auch mit Earnings eingehen? Ist seine Cam eigentlich eingefroren? Meine Cam geht noch nicht. Ja, ja. Mir ist gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Der guckt immer so. Sehr, sehr gut. Zane mit einem Kill. Zane killt. Zane und Hugo. Hugo, Fino. Hugo down von Edis der Breite. Fast 90.000 Leute. Fast 90.000. Der Montag. 90.000. Und du frontest mich immer wegen dem Montag. Du musst den Montag respektieren. Respektieren. So, den Montag. Baums wird geholt. Und wer ist das? Das ist Washed Musti. Ja. Washed Musti. Washed Musti mit dem 1v3. Und damit sit down jetzt hier. Das ist ganz wichtig für die, ne? Die sind gerade zweiter Platz. Ist das krass, Alter, war das gut gespielt. Die sind zweiter Platz, meine lieben Freunde. Musti könnte hier mehr Earnings holen als in seiner kompletten FIFA-Karriere bis jetzt. Aber gegenüber von oh mein Gott, direkt vor denen. Die dürfen da oben nicht draufstehen. Da vorne ist jemand. Schöne Shot, schöne Shot. Digga, wie der ein Leben weglasert, ne? Mit so einer scheiß Pistole. 175 in einer Sekunde. Naja. Jetzt? Mach, Linkcheck, ja. Linkcheck, Linkcheck, drück, Digga. Oh mein Gott, ich hab ihn rausgeschmissen. Die sind unser erster Platz. Die sind unser erster Platz. Und sie wirft erstmal das Rift nach vorne, meine lieben Freunde da draußen. Kommt der? Was machst du? Was machst du? Bert! Ich geh wieder nach vorne und mach wieder eine Bitte, die müssen doch anfangen zu schießen. Ja, die sind noch zu dritt. Sie müssen anfangen zu schießen. Mickey, Mert und Jeeps. Das ist das einzige Trio, glaube ich, was noch am Leben ist. Er holt sich Hanky und Hanky. War der einzige Überlebende noch aus Reason seinem Team. Und Mert muss man jetzt anfangen. Nein, nein, nein. Nee. Mert muss man jetzt anfangen, nach oben zu schauen. Und da sieht er den Gegner. Sie holen anonym. Sie holen es. Während so Acht Leute. Nee, Mickey ist noch einer. Und da wird geriftet. Das ist Baylor, die noch alive ist. Die sind nicht den Rift, oh mein Gott. Die hätten von unten die abgeschossen. Ja, ich fass es nicht. Drei gegen. Also, die werden so. Weg hier von mir. Achtet auf Mickey gleich, wenn die den Rift holen. Achtet auf Mickey im Discord. Ich will direkt die Live-Schalte haben unten. Ja, wir brauchen wirklich die Live-Schalte unten dann. Tötet die, tötet die. Guck sie an, auch hinter Mert. Hä, was macht der? Nein, das kann man nicht verlieren. Was? Das kann man nicht verlieren. Robin Hack? Das kann man nicht verlieren. Hä? Das kann man nicht verlieren. Robin Hack? Ja, hinter dir auch noch. Fuck. Egal. Das kann man nicht verlieren. Nein! Das kann man nicht verlieren! Das kann man nicht verlieren, meine lieben Freunde hier. 1 gegen 1. Was war das denn? Es ist Erne mit dem Sieg in der Runde. Erne, wie fühlst du dich? Geisteskrank. Wenn man jetzt heute einen neuen Mate bekommt, der hat alles rasiert, ne? Der war Digga, brutal. 55 Punkte. 55. Also ihr hattet 15 Kills. Ihr hattet 15 Kills, oder? 10, glaube ich, oder? 10 oder 15? 10, oder? Im Chat haben sie 15 teilweise 15? Geschrieben. Ja, ihr werdet es wissen. Auf jeden Fall habt ihr mindestens 50 Punkte gemacht. Ne, 45 oder 50 oder 55. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall werdet ihr richtig Meter gemacht haben in der Rangliste. Weißt du, wie die anderen gepopelt haben? Nee. Mickey war mit Mert noch in einem Team, ne? Die haben zu dritt, es waren noch 6 Leute live und die waren zu dritt. Und die haben das gepopelt gegen Robin Hack. Was? Ja. Wäre Robin Hack nicht da gewesen, hättet ihr den Win nicht geholt. Krank, Alter. Weil Robin Hack hat 2 von denen geholt, war dann weak und wurde dann am Ende noch geholt. Hast du es mitbekommen? Ich habe gesehen, dass du Medi gekillt hast. Ja, und danach habe ich mal, ein paar Minuten später, habe ich meinen PC kaputt gehauen. War aus hier alles. Was ist passiert? Wurden gekillt und dann von? Ich, weiß ich nicht, von Reason glaube ich den Pisser und dann hab ich alles zusammengehauen und dann waren die Lichter aus. Ach wirklich? Ja, war da zu Ende? Alles. Ja gut, weißt du nicht. Der nächste Satz war Techniker. Echt jetzt? Ist dann der Techniker auch gekommen? Aber jetzt funktioniert's wieder? Mal schauen. Kannst du mir kurz sagen, wie war das denn mit, dem Team von Mert? Was haben die gesagt? Die meinten, hätte besser laufen können, aber die wurden halt Dritter, ne? Marius Wolf, Danny Asan, 22. Hat sich hier Sydney auch immer noch da. Sascha ist ein bisschen gerutscht. Guck mal hier.
Sascha ist jetzt auf der 12. Wir haben Mauri auf der 11, Abu auf der 10, Stylers hier auf der 9, Rohats Team jetzt hier auf der 8. Die haben sehr, sehr gut rasiert in Tilted. Anscheinend hat auch Vico sogar ein 1v3 geholt. Reasons Team auch richtig weit nach oben nochmal gekommen. Boah, die sind jetzt Siebter. Weißt du noch am Anfang, wie kacke die waren? Die waren richtig kacke. Das war das Favoritenteam, ne? Reason ist das Favoritenteam jetzt auf dem 7. und nur ein paar Punkte. Also, die werden noch, glaube ich, eine große Rolle spielen. 27 Punkte ist schon big, ne? Also, sie waren vorher. Sie hat ja auch gefragt, sind wir immer noch Erster? Und ja. Ich habe ihr gesagt, du wirst wahrscheinlich den Vorsprung ausgebaut haben. Mhm. Solange sie in die Platzierungspunkte kommen, ne? Relativ weit oben, die gar nicht mal immer jetzt epische Wins holen. Die haben noch nicht einen epischen Win geholt, oder? Die haben noch nicht einmal einen epischen Win geholt. Nicht dein einziger. Und sind mit 27 Punkten Abstand erster Platz. Man hat es ja gerade gesehen, 25 gibt es für einen Sieg und zwei Punkte. Warte, Regie, das waren zwei Punkte pro Kill, ne? Ja, sind zwei Punkte. Sind zwei, ne? Ja, okay, ich habe gedacht, ich vertue mich. Das heißt, diesen einen Sieg plus einen Kill Abstand auf die zwei, das ist schon sehr krass. Außer wenn die jetzt nicht mal early sterben oder sowas, dann passiert da eigentlich oben nicht mehr viel. Hier in der Bildrunde auch für alle nochmal die Regeln, auch für zu Hause, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Oh, früher Feind, Edith. Ja, schieß doch! Digga, warum schießt er nicht? Oh. Komm, Zane, sehr stark. Oh, Zane! Der Pickaxe mich! Hilfe! Ich glaube, es sind nur noch die beiden Pros, ne? Oh mein Gott. Mach weiter! Nein! Nice. Er zieht's nicht durch! Ich fass es nicht! Ich weiß nicht, ob er geheilt hat oder so, ne? Er hätt's durchziehen können. Er ist ein Apfel. Die dürfen beide nicht schießen. Ey, kriegen wir so Clouds-Musik? Warte! Flichy ist halt One-Shot, das ist das Problem. Keiner! Serrat. Warte ab, Serrat. Warte ab. Also wäre ich Serrat, ich würde jetzt von der Map springen. Eine Sekunde wäre es gewesen, Mann. Oh mein Gott. Oh, wenn er sie hochholt. No way! Alles vorbei. Ist GG. Ja, die werden jetzt da landen und die können ihn abschießen. Sehr gut, aber sein Teammate ist noch da. Außer er schafft es wegzurennen irgendwie. Darf er nicht benutzen? Autos. Ja, okay, hat er schon Instant gecheckt. Sehr gut. Er darf nicht. Ja, wie kommt er jetzt weg? Schafft er es wegzukommen? Die SMG ist einfach nur im Inventar. Die pumpt auch nur im Inventar. Ah, warte mal. Wer jagt ihn? Ich glaube, er klaut die Waffen. Oh, wie sch. Ja, aber darf man eigentlich auch nicht. Ja. Ist so ein bisschen grau. Ja, okay, cool. Ja, cool. Ach, Digga, die sind doch um das, auf was für Ideen die immer kommen, ne? Ja. Impulsis? AR bitte liegen lassen. Ja, ist ein bisschen Grauzone gerade. Wir haben es nicht explizit gesagt, dass sie es nicht carryen dürfen. Pixie, fick ihn, Mann! Nein. Okay, ist egal. Okay, ist scheißegal. So, die wurden geholt. Aber das ist, glaube ich, der geilste Fight des gesamten Turniers fast gewesen. Die beiden Pros mit den Pickaxe. Nico Schlotterbeck ist jetzt auch mit am Start. Dafür mal einen Applaus. Der ist jetzt hier angekommen. Machen nichts. Wahnsinn. Und das haben wir, glaube ich. Auf 2 FPS gleich noch nicht. Ich hab mal jemanden. Hab einen! Schöner Kill! Ja, Rohat! Pass auf! Top! Top! Okay. Geil gespielt! Standard-Skill, leg dich hin, du Stück Scheiße, sagt er. Geh mal kurz rüber zu Medi. Lass rüber gehen! Ist Alexis, die kann nix! Sie contesten den ersten Platz! Der Lock liegt drin, alles gut! Die fick die! Die kriegen wir nicht. Oder hat er gerast? Was machen die? Die haben gerast. Die haben gerast und riften weg. Und Finish? Also das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Medi hat's nicht mitbekommen. Ey, das probiert rum. Hast du einen Pro geschickt oder einen anderen? Nochmal wieder. Ja, das war ein Pro. Ja, nein! Alter! Und da geht der Kill rein. Wer war das? Da hat deine Schulter! Oh mein Gott, bitte. Oh mein Gott, bitte. Ich versuche, die lecken halt. Jetzt? Der da! Mach ihn weg! Ja! Nein, das war nicht. Schöner Schuss! Oh, guck mal hier! Alexis! Nein! Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wer ist gerade Zweiter? Ja. Wie verrückt. Ich weiß nicht ganz genau, wer Zweiter ist. Chat, wer ist Zweiter gerade? Wo ist jetzt Zweiter? Ja. Sind uns. Kommt einfach rein, bitte. Theoretisch an den vorbeiziehen, wenn sie richtig die Punkte machen. Reason stand jetzt auf Platz 7. Hintergrund, Schlotte wollt. Da wird jetzt über die Schulter geguckt. Guck mal, wie Schlotte sich auch freut. Schlotte hat mir nämlich davor gesagt, er konnte leider nicht mitspielen. Und er meinte so, oh, ich würde gerne mit Reason oder Vadial in einem Team sein. Es ist so geil, wie stacked das ist. 24 Leute noch am Leben. Es ist stackter als ein FNCS.
stackt halt. Weil viele nicht schießen, also die Profis bauen sich halt krass ein und die Creator haben nicht so ein gutes Aim, um die wegzumachen. Ja, guck's dir an. Oh, Reason. Reason hat Stegi schon down, Hanky auch noch alive, nevermind, Hanky auch schon down. Das heißt, Reason, letzter Überlebender und er hat keine Meds. Er muss jetzt hier mit dem Grappler am Leben bleiben. Er muss einfach direkt unter dem bleiben, die ganze Zeit. Wenn er jetzt nicht entdeckt wird, dann ist das ein guter Play. Aber er hat nicht so viel, er hat nicht mehr so viele davon. Ich seh niemanden. Digga, hört euch das an, ist das Mickey dort auf Highground. Er hat noch 9 Stück. Digga, wie schlau. Ich hatte es schon so oft gepopelt. Guck mal seinen Arm. Guck mal seinen Arm, wie er das immer macht. Oh mein Gott. Achter. Er wird leider geholt. Da wird er geholt. Vanyal. Und wir sind auf Vanyal drauf. Muss dies Pro noch am Leben? Okay. Oh mein Gott. Push dich. Mickey, hast du Merz? Es ist so krass, ne? Es ist schon wieder das Team von Merz. Schon wieder. In diesem Late Game mit dabei sind. Und Mickey zeigt es mal wieder. Sydney auch noch alive? Back to back in was für Sydney noch alive? Die sind aber über ihn. Die sind über ihn. Oh! Oh, Sydney! Ja, ja. Oh mein Gott, er hat ihn nicht bekommen. Ich hab noch 5 Bits. Sydney nicht mit dem Kill. Er hat ihn nicht bekommen. Das wären free 2 Punkte gewesen. Eine Kugel hat er gefehlt. Oh, ja, haben die hier? Nee, die haben kein Heal. Die sind oben. Lass mich in Zone. Du musst raus, damit ich übernehmen kann. Oh mein Gott. Oh. Warte mal. No way. Oh mein Gott. Wer war das? Das Chef ist Strobel. Sweater. Chef das Strobel. Ist Chef Strobel. Warte mal. Was macht denn Mert? Hä? Nee. Das kannst du nicht ansehen. Nein, zweiter Sauber. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Abu. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Es ist der Wahnsinn. Schon wieder sehen wir das. Merz-Team wird wieder zweiter Platz hier an dieser Stelle. Back to back zweiter. Und sie springen einfach runter. Chef Strobel auch mit den Baba-Kills. Und dann hier zum Schluss gewinnt Abus Team. Da ist das Leaderboard. Da ist Rot. Guck mal, wer läuft. So, hier haben wir jetzt das Leaderboard. Wir fangen unten an, 33. Platz immer noch. Aber jetzt wenigstens mit einer zweistelligen Punktzahl. Metashi mit 10 Punkten. Da haben wir Marius Wolf, den wir gerade angesprochen haben, auf der 22, Hami 21, Medi 20, Willi 19. Und hier wird es jetzt interessant. Auf der 1, wir haben einen neuen ersten Platz. Musti, Rumatra und Aras sind auf der 1. Ich sag's euch, wenn man hier eine Runde nicht performt, dann wird man bestraft dafür. Ey, an mein Chef, Cheeps, ne? Nennt ihr die ganze Zeit Chef? Bruder, er ist mein Chef. Er baut uns einen Tunnel in der Luft. Wir müssen nur geradeaus laufen. Ja. Zuletzt, ich konnte nicht runtergehen. Ich habe selbst gemacht einfach. Schade. Aber zweiter, echt, wirklich. Ich bin so stolz auf meine Mannschaft. Es ist unglaublich, Bruder, was für ein Adrenalin ich habe. Ich muss mich ein bisschen auslaufen, Digga. Ich sag, welcher Platz seid ihr jetzt? Wir sind jetzt Dritter geworden, ja. Aber zum ersten 11 Punkte. Und gleich kommt Nobuild. Nobuild ist unser Ding. Das, klar. Das geht jetzt. Das ist geisteskrank. Bruder, du hast vorhin 2 Kills gemacht, hä? Was geht ab, ey? Hab ich gesehen. Hängt er da. Das war geisteskrank gerade. War krass? Mit Bauen. Ja, aber... Also. Da spiel ich wie mit Lenkrad. Das macht gar keinen Sinn. Ehrlich, das macht keinen Sinn. Ja? Macht keinen Sinn. Würdest du lieber um Christbaum laufen? Sag mal. Mit Trompete um Christbaum als Fortnite mit Bauen. Ja, okay. Was ist mit dir, Slotty? Wie lange spielst du schon Fortnite? Ja, schon seit Beginn an. Ja, ne? Ich hab jetzt die letzten 1,5 Jahre nicht gespielt, aber jetzt seit OG ist wieder... Macht wieder richtig Bock. Du hast ja, wie viele Monate Sub hast du? 45 so. 45 Monate. So ein Macher mit. Wollten hier eigentlich einmal eine Übergabe machen, aber er meinte so, ich will nicht warten, ich will jetzt hier einmal, zack, einmal Hallo sagen. Wir haben uns gerade schon umarmt herzlich. Habt ihr schon? Ja, natürlich. Ja? Natürlich. Wie ist es für dich? Ja, aufgeregt. Bist du aufgeregt? Ja, doch. Ja, keine Ahnung, das... Bist du selber auch Verteidiger oder so? Nee. Oder ist für dich einfach nur so ein Wahnsinnsspieler? Ich war Torwart die ganze Zeit. Ja? Ja. Ja, aber lange BVB-Fan gewesen, oder BVB-Fan halt, ne? Und dann, keine Ahnung, seit Frankfurt schon, seit Frankfurt. Ach, krass. Ey, da kann man ja einmal, kannst du dich einmal umdrehen? Weil das ist gar nicht das Trikot, was wir mitgebracht haben, sondern das ist sein eigenes Trikot. Und zwar die Nummer 17 mit Wolfi drauf. Und es war ein Zufall, weil keiner wusste, dass Wolfi auch da sein, also ich hab's jetzt nicht announced vorher so, weil... Predicted. Du hast predicted? Ja, ja. Ach, Digga, was ist denn das? Ich werde dich einfach wegpredicted. Guckst du meine Vlogs? Ja, natürlich. Ja, okay, oh, cool. Ey, das ist ein Lockshow, ey. Ich hab gedacht, ja, Länderspielpause, es ja. kann sein. Das kann sein, ne? Ja, genau. Kann es sein, ja. Die offizielle Übergabe. Alle haben drauf unterschrieben. Ja. Schlotti fehlt noch, wir brauchen noch einen Stift, bitte, liebe Regie. Jetzt auch nochmal eine offizielle Unterschrift von Schlotte. Sehr geil. Danke auch an euch, Jungs, ne? Wirklich, vielen Dank.
Sowas ist auch sehr, sehr geil, dass man sowas ermöglichen kann. Herzlichen Glückwunsch für die Runde. Hättest du gedacht, dass ihr überhaupt mal eine Runde gewinnt? Ja. Safe. Ehrlich jetzt? Auf Ernst, also nur abgehoben, aber ich hab gesehen, wie die beiden spielen. Ja. Als ich gestorben bin, die sind beide ruhig geblieben, die haben mich ausgeblendet, als ob ich nie existiert habe. Und genau so, die haben sich schon im Kopf gehabt, ey, wir machen jetzt Duo versus Trio, scheißegal. Ja. Und so haben die es gemacht. Frey hat geisteskrank gecallt. Ja. Und Chef hat nicht nachgedacht, sondern nur umgesetzt, was Frey gesagt hat. Hat alle wegrasiert, geisteskrank. Also Chef ist heftig. Chef ist einmal richtig gut abgegangen, da auch nochmal Props an Chef. Ich dachte, er wird dich heute brechen, aber anscheinend habt ihr die anderen gebrochen. Wie war das so für dich? Guck mal, neben dir Mert ist ja Zweiter geworden. Er hat sich mehr gefreut als ich, obwohl wir Erster geworden sind. Der hat geschrien, ich dachte, die haben gewonnen, aber bei mir stand Epa-Show hin. Bruder, du hast jetzt 300 Euro schon mal, ne? Safe. Meine ersten Earnings in allen Events, seitdem ich Streamer bin. Mabruk. Alle Barakfi, dankeschön. Guck mal, ich sag jetzt schon, die 100 Euro gehen an Islam. Ja, sowieso für das Geld. Islam, wenn du das siehst, ne, Creator Code Amma. Und damit, meine lieben Damen und Herren da draußen, ich habe auch gerade eben mit Schlotte und mit Wolfi gesprochen. Und die meinten zu mir, in Nobilt darf Wolfi spielen, in Bild dann Schlotti, weil Schlotti ist so bildmäßig. Kann er bauen? Er meinte ja, ich bin gespannt, wir gehen in die dritte Runde des Tages, meine lieben Freunde. Warte mal, das ist der Pro. Der Pro hat die Pistole. Der Pro hat die Pistole. Flüchi. Ja. Das Ding ist vorbei. Wenn der Pro die Pistole hat, ist over. Einer noch? Ja. Hinter mir. Touchdown, Tag. Warte mal. Der Pro hat auch eine Pistole. Das ist nicht vorbei. Doch, es ist vorbei. Der hat den. Oh, 1 gegen 1. Es ist ein 1 gegen 1. 1 gegen 1. Edis der Breite gegen Big Spin. Nein. Edis ist down. Wie viel Leben hat der Mann? Er soll einen Mini poppen. Hier auch Hardy, der Fadi wollte ich gerade sagen, Willi. Die Falten. Der war richtig sauer gerade. Der wollte unbedingt, dass gestartet wird. Solution jetzt hier mit einem Kill. Wir gehen rüber zu Marius Wolf. Marius Wolf geht down jetzt hier in Nobles. Aber dafür ist Solution komplett noch alive. Nevermind. Solution auch dead. Und Asa letzter Überlebender. Und er holt alle drei. Das heißt, das Team um Marius Wolf. Ich hab nix. Oh, warte mal. Tötet ihn. Ich glaube, das Ding ist vorbei. Mitgehen. Der ist hier drin. Ja, das Ding ist vorbei. GG's. Schön. Willi jetzt hier Asa mit dem down. Kill auf Asa und damit zurück, das Team um Marius Wolf dead. Kommt bitte, wenn ihr könnt. Von Hami bis jetzt wenig gesehen mit Snipska und J2. Und Hami, meiner Meinung nach. Oh mein Gott, und das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich wollte gerade sagen, er ist eine Sniper-Legende gewesen. Und Hami mit dem 215er. Wäre das jetzt hier Bild gewesen? Dann wäre der Gegner tot gewesen, aber leider, wir sind ja ennobled. 215er reicht doch leider nicht. Ich höre Steps. Oh! Sombrero El Egello! Hat einer von euch hier links noch einen? Wo sind die anderen? Wisst ihr das? Ich hab gerade was Steps hier gehört, ne? Unten laufen welche? So, anscheinend sind wir wieder zurück. Applaus hier gerne auch vor Ort. Da hatten wir natürlich eine kleine mexikanische Band eingeladen. Aber da sind welche drauf da. Die sind extra hergekommen. Und Jello hat sich natürlich als Mexikaner ganz wohl gefühlt und hat sich hier seinen Poncho rübergeworfen. Chat, wie fandet ihr Jellos Performance hier an dieser Stelle? Ich fand es sehr, sehr nice. Für mich 10 von 10 Performance. Oh, es ist noch gar nicht vorbei. Oh, wer ist das? Hami dead durch Revi. Revi! Sauer. Hey! Der hat hin,
Oh mein Gott, ich bin tot. Hey! Wir müssen da hoch. Aufstehen! Die kennst du einfach alle. Digga, das war so geil da unten, ich schwöre. Steckteste Runde des Tages? Nein. Oh mein Gott, wer ist das? Abu Goku, unser Sieger der letzten Runde, wird von Mr. Y geholt. Komplettes Trio down. Omid dann auch direkt nochmal. Oh, okay, wo, Mark, wir müssen da hinwerfen. Oh, okay, gute Stinkies. Boah, Hanky. So, Khan und Jesse bei seinem Team. Sydney auch noch komplett alive. Er nimmt sich jetzt hier die Impulsgranaten. Gute Impulsi. Sehr, sehr gute Impulsi. Aber er hat keinen Bunker mehr, ne? Das ist das große Problem. Direkt neben ihm ist der Pro-Spieler. Und er holt sich ihn. Tonnen war das. Wie die einen weglasern. Es ist der Wahnsinn. Oh mein Gott. Schade. Warte mal. Pro hat noch komplettes Tür. Never mind. Auf den Berg, auf den Berg, auf den Berg. Auf den Berg, sagt ihr. Wie die alle hochgreifen. Oh, Vico. Kill alle. Mach das Massaker. Ach, nein, Scheiße, ja, keine Chance. Keine Chance ist Bunkers. Guck mal, der lebt immer noch. Oh mein Gott. Muss das Trio komplette Live-Chat. Muss das Trio komplette Live. Und ich will euch hier auch nochmal vom Blueprintum gleich hören, ja? Top 16 Situation. Wir werden wieder alle drei, das ist geil. Standard-Skill lebt auch noch. Standard-Skill auch noch. Es ist 1 und 2, beide noch am Leben. Platz 1 und Platz 2. Guck's an. Stani. Stani wird vom Pro geholt. Medi. Oh mein Gott. Warte mal. Oh mein Gott. Warte mal, Cheeps. Der Profi ist ganz oben. Cheeps kann gewinnen. Ich hab keinen an. Oh, war das ein Voice Crack? Jan ist ja tot. Hab noch einen. Nein. Team von Jan ist ja weg. Musti. Es ist schon wieder Musti, Chat. Es ist schon wieder Musti. Oh mein Gott. Und er holt die Reason. Er holt Reason. Und damit eine 1v3 Situation. Nevermind. Nein. Es ist eine 1v2. Doch, es ist eine 1v2 Situation. Ja, es ist nur noch der Pro. Und Musti mit dem Sieg. Und Musti mit dem Sieg, Freunde. Er hat den Durek auf. Und er ist der erste Platz mit Abstand. Oh mein Gott. Die sind jetzt mit Abstand Erster, ne? Ganz viel Abstand. Wobei Janis und Alexis und Standard Skill, die wurden, glaube ich, die waren Zweiter, Dritter. Wir haben Revi. Revi ist hochgekommen jetzt hier auf die 21. Medi abgerutscht auf die 20. Das ist krank. Und damit lass uns mal in die erste Seite gehen und gucken, wer gerade erster Platz ist. Und es ist mit 21 Punkten Abstand. Musti, Romatra und Aras. Das ist schon der Wahnsinn. Was geht? Okay, Musti. Erster Platz. Wie viele Punkte Abstand? 21. 21 Punkte? Die wurden auch Zweiter oder Dritter gerade, ne? Sonst hättet ihr richtig... Fünfter wurden die. Fünfter, ja, sonst hättet ihr richtig Big Steps gemacht. Das ist der zweite epische Win. Ich glaube, damit sind sie das einzige Team, was zwei Wins geholt hat. Ihr seid momentan erster Platz. Kohle. Hä? Kohle. Überleg mal, wie viel Geld? Guck mal, ich war bis jetzt, bin ich entspannt. Ja. Aber jetzt weiß ich, jetzt... Was ist hier passiert? Das ist gar nicht nichts dazu sagen. Hier gibt es jetzt das große Finale. Es werden vier Runden gespielt. Eine wird jetzt gleich sein in Tilted Towers. Tilted Towers wird die Runde sein, die aber nicht zum Gesamtrating zählt. Da geht es um 1500 Euro. Hier nochmal die Regeln für die Special Round. Alle können alles machen. Es wird im No-Build gespielt. Alle müssen in Tilted Towers landen. Alle Waffen und Items sind für jeden erlaubt. 1500 Euro für das Gewinnerteam. Kids sind egal. Es ist jetzt eine Special Runde. Ganz wichtig, genau. Es zählt nicht zur Wertung. Okay. Alle landen in Tilted Towers. Oder wenn er außerhalb von Tilted geht, dann verloren, jeder darf alles machen. Sie müssen nur halt drin bleiben. Weil wir disqualifiziert. Hier dürfen die Pros machen, was sie wollen. By the way. Nur, dass ihr es Bescheid wisst. Gestern hatten wir das epische 1v1 zwischen dem Pro von Mert und Rohat. Das war das epische. Schlotte tot! Oh, Schlotte direkt von Weezen geholt. Der hat ja Spaß gehabt, oder? No way. Dreh dich um, Schlotte! Oh, okay. So was hab ich auch noch nie gehört. Danny ist auf dem Baum. Aber er hat halt so keinen Loot, ne? Nee, genau. Stegi down, Weezen down. Reason down, Shingy down, das wird sein. Das ist sauber. Hinter dir, Yankee. Zack. Aber, oh, er hat ihn so geholt. Ganz wichtig, das ist die Bonusrunde, also die zählt nicht.
zur Punktzahl. Ja, egal. Ja, egal. Ja, ist eine 1500-Euro-Runde. Hast du gesehen, wie Schlotti sich gefreut hat, dass Reason durchgegangen ist? Ja, hat er sich schon mal gefreut. 45 Leute noch am Ende. Ist nicht so stacked wie, letzte, wie die letzte. Die gehen viel mehr offensive. Ja. Nein. Oh mein Gott. Wow. Nein. Ja, Kuba, von Mert. Jetzt fängt das an, was gestern auch war, und zwar warten jetzt alle. Ja, geleitet. Jetzt werden sie abwarten. Sie werden Loot suchen. Keiner hat Güte. Doch, hier gibt es 5 Verbände. Schau mal unter dem Ding, schau mal unter dem LKW. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, guck dir das an. Danny, Danny hat losgelassen. Ja, ja, Danny, bei Danny kickt das ja Wahnsinn. Alter, ja. Schauen. Schweine, nein, nein. Und jetzt gleich kommt die Zone. Und ihr seht es schon, da, wo gerade markiert wurde von Mauri, da ist nämlich der beste Part, um zu stehen. Ein, zwei Sekunden hilft es einem, ansonsten wird auch nochmal gefightet. Ich denke mal, so in 20 Sekunden wird auch gefightet. Ja, ja, jetzt müssen sie auch ein bisschen was machen. So, jetzt fängt es an, sie werden sich hochheilen. So, für die Zuschauer zu Hause, um das einmal zu erklären. Vadjal holt übrigens Hugo. Wenn einer Knock geht, dann kann, wenn man alleine hochrest, dauert es, glaube ich, 10 Sekunden genau. Doppelt so schnell, aber wenn du zu zweit hochrest, ja, und dann kannst du eigentlich so eine Restkette machen, nennt man das. Immer wieder hochholen und dann, sobald das vorbei ist, einen stöten lassen und einer hat die ganzen Bandagen, Medkits und sonstiges. Wir müssen erst Elos werden. Am besten immer der Pro, weil der kann das ja am besten einschätzen. Jetzt hauen Storm Sickness, deswegen poppt er das Medkit. Boah, ja, ja, das ist smart. Jetzt tot, tot, ja, jetzt ist tot, sauber. Tot, tot, jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. So, nur noch zwei jetzt Teams. Sauber. Nur noch zwei, Teams. Sauber. Nur noch zwei Teams. Nur noch zwei Teams. Sauber. Oh mein Gott. Ist sauber. Sie haben gewonnen. Ist Mauri Pastore, meine lieben Damen und Herren. 1500 Euro. 1500 Euro. Das heißt insgesamt 1,8, weil die haben schon auch. Die haben schon Win geholt. Das heißt, sie haben jetzt 1800 Euro für die TikTok-Community dort. Ah, ich bin drauf. Okay. Also, Freunde, damit sind wir jetzt. Digga, scheiße, wie lange war ich jetzt nicht drauf? Ich war 30 Sekunden drauf. Sehr gut, okay. Sehr nice. Mauri, hier, sorry. Danke. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. 1500 Euro nochmal jetzt für dich. Auf schmeckt. Gönneroni. Ja. Schmeckt's? Schmeckt sehr gut. Wie schmeckt's? Ja, so richtig schmeckt gut. So gut, ja. Vor allem freut es mich für die beiden Jungs, die haben das so stark wieder gecallt, alles. Norex und du bist Noms. Mit Noms. Ja. Hat dir Noms öfter gesagt, dass er bei mir Rasen und Kassin gewonnen hat damals? Er hat es noch gar nicht erwähnt, aber du hast es mir gesagt. Ich wusste es. Okay, okay, ja. Okay, du wusstest. Ja, ich glaube, Noms macht immer Earnings bei mir. Ja, wie gesagt, waren echt gute Calls. Er hat das so mit 500 IQ nochmal zwischengehealt und dann am Ende weggerannt, Heal gefunden, Digga. Ja. Oh. Bin ich ja mal gespannt, hab ich selber noch nicht gesehen. Ja! 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 Let's go, Jungs! Ja! 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 Let's go! Ja! 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 Let's fucking go! W! Let's go! Das ist nämlich auch für viele Leute da draußen, sobald sie einmal hier Wins haben oder beziehungsweise ein paar Earnings, das geht gar nicht mal unbedingt um die Kohle, sondern um das Gefühl, was mitzunehmen. Und das ist auch immer ein sehr, sehr geiles Gefühl. Das weiß ich selber, wenn man immer bei so Turnieren mitspielt, dann kannst du deine Freunde ein bisschen aufziehen und sowas. Aber weißt du warum? Ich bin von 6 Streams aus 5 Streams die Woche gegangen. Ach, sein Mac? Ja, dann ist scheiße. Nein, Breitenberg weg! Recht. Ey, warte mal! Das ist Metashi, mal ein bisschen Applaus hier, unser letzter Platz vom Turnier. Sie holen sich hier einen Kill und wir haben's drauf. Stark. Maxi, weit? Ah, ich kann, Mann, ich bin im Edit drin. Boah, schön. Alter, geiler Edit. Schön gemacht. Maxi, Maxi, komm. Der andere ist der Pro, ich nice. Sterbe. Er kommt, er kommt. Sind es schon zwei knocked? Oh ja. Oh, ja. Nice. Ja, ja. Und da wird losgelassen und Metashis Team. Ja. Bauen, bauen. Boah, der Fight, wie lange geht der Fight? Einfach bauen, hä? Boah, Alter. Digga. Oh mein Gott! Nice, Gian hier mit dem Doppelkill auf Fix und auf Noah. Besonders für die Top 10. Du kannst in einen. Oh, ja. Bots sind das, Bots! Oh, warte mal, das ist Schlotti? Das ist Schlotti! Schlotti mit dem Kill jetzt auf Breitenberg! Wir haben jetzt hier zwei Kills. Oh, was ein Edit! Was ein Edit! Zwei Kills jetzt hier von Schlotti. Ich will ja eigentlich irgendwie looten. Oh, Merle Perle. Ja, es kann Rohat. Oh, what? Machen sie? Okay, gehen rein in den Fight. Es ist schon wieder Rohat. Rohat mit zwei und Mondi mit einem. Das heißt, sie haben schon wieder vier Kills. Ich bin ein bisschen überrascht über Rohat. Weil Rohat hat normalerweise bei unseren Turnieren oder auch bei meinen Turnieren, ne, keine Chance. Gefühlt.
echt gar keinen Schuld. Ja, obwohl er ein guter Spieler ist. Ihr habt sogar einmal zusammen gespielt. Obwohl er ein guter Spieler ist. Obwohl er ein guter Spieler ist. Er ist halt auch leicht zu brechen. Das. Aber er ist gerade Fünfter. Oh. Bin hier für den Kill gegangen. Oh, oh mein Gott, Gott. Box, 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 in der Box, in der Box. Nee, hat er einen Grappler? Er hat einen Grappler. Oh nein. 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 Nee, er puppet. Er puppet. Er puppet. Er puppet. Top 20 für Schlotte. Applaus hier. Für Schlotte weg. Medi? Oh mein Gott, oh, wie das leckt. Ja, Bruder, 46 Leute. Er wird gepickaxed. Er wird gepickaxed für der große Disrespect. Warte, ja, wie läuft's bei Reason? Wow, wow, Reason down. Sascha, geil. Ich hab die ganze Zeit in der Luft. Doch. Ihr nach ganz unten kommt, ja? Nicht auf die Bilder. Cool, jetzt die ganze Zeit nur den Grappler. Die machen ihr Ding. Guckt sich an. Okay. Dann rifft ihr die einfach nochmal. Sascha! Ah, Digga, guck mal, er hat so viele Mets. Er hat noch nicht einmal gebaut. Digga! Oh, Sascha! Digga. Sascha, wenn du nicht so gut bist. Nein. Er muss bauen, bitte bau, bitte bau. Ja, Digga, das ist doch nicht er nicht bauen. Ist auch Sascha! Er ist so am Grabbit. Guck dir, guck Sascha, was er Gesicht hat. Muss die mit einem Kill? Guck mal, was sein Gesicht hat. Guck mal, sein Gesicht. Digga, du bist so ein bisschen alles oder was? Nein, warte. Muss sie down? Na gut. Walla, versuch mal in dieser letzten Kiste so los. Dein Vater ist los. So, sehr schön. Ja, das ist low, so, ne? Aber kann ich. Hat er recht. Dann gehen auch die Emotionen mal mit ihm durch, ja? Sascha, immer. Digga. Wieder runter. Oh mein Gott. Gott. Sascha. Sascha. Er hat Highground. Down. Nice. Abo? Chef Strobel, warte mal. Also, Chef Strobel mit Abo. Sie, sind, sie haben letzte Runde gewonnen gehabt, ne? Zwei Kills, ja. Sieht gut aus, auch mit den Punkten. Lebt. Alex ist auch am Leben und Mussi auch am Leben. Platz 1 und Platz 2, beide noch am Leben. Beide live. Top 13 Situation jetzt hier. Okay, ich hab 300 Holz, ich hab 300 Holz. Ja, ja. Man denkt, es ist echt World Cup, ne? Es ist wirklich World Cup. Leute, 13 Leute noch live. 13 Leute, wir gehen hier in die Rotation rein. Prey und Coco Boss. Eldos guckt hier in der Viewing Party. Watch Party Level 3. Nein. Was war das? Nee. Warte mal. Das ist der Pro, das ist ein Pro oben. Zwei Pros. Was machen die da? Der hat ein Medikit, einer von denen hat ein Medikit. Oh mein Gott. Die Pro Action. Nee. Ernesto? Ernesto, sag ich gerade. GG's, Alter. Okay, das schaffst du durch. Wir switchen hin und du musst Mussi und Alex. Ja, egal, bist du jetzt was. Abo? Oh, Hä? Wie schnell? Es ist schon wieder. Es ist schon wieder. Es ist der Back-to-Back in der 10. Runde. Für Abo, für Frey und für Chef Strobel. Und er kann es nicht fassen. Hier in der letzten Reihe, guck mal, selbst Schlotte denkt sich, was zur Hölle, wie kann der gewinnen? Digga, die Kombi auch nicht, Schlotte und Abo. Digga, die sind, es war Sechster und dann sind Teams auf einmal gestorben. Ja, alle sind gleichzeitig gestorben und hier wurde nochmal eine Falle platziert, diese Giftfalle. Vielleicht hat sie auch nochmal irgendwie geholfen. GG's im Chat, die haben diesen Sieg über 100.000 Leute gesehen. Sie haben jetzt schon mal safe 600 Euro. Keiner kann den nehmen. Nee, keiner kann den nehmen. Und sie haben einen Riesenschritt Richtung dicke Earnings gemacht. Sie waren nämlich vorhin Vierter oder Fünfter und werden jetzt nochmal Meta gemacht. Haben. Oder? Back to back geholt. Back to back, ja. Back to back win für Abu. Das heißt 600 Euro schon safe, Abu. Ja. Die Standings, waren die schon ready? Ich war auf dem Weg nach unten. Habt ihr die schon gesehen? Ich hab sie nicht gesehen. Ihr wart aber Vierter, ne? Vierter? Ich glaube schon. Vierter oder Fünfter. Und ihr werdet jetzt höchstwahrscheinlich sogar in der Top 3 sein. Top 3, Top 2, ich weiß nicht ganz genau, wie die anderen geplaced haben, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja. Es sind alle gleichzeitig gestorben. Wir waren beim Platz 6 drauf und dann war die Runde zu Ende. Das heißt, Platz 5, 4, 3 und 2 ist gleichzeitig gestorben. Ihr habt instant gewonnen. Wir wissen nicht ganz genau, also wegen der Zone halt, ne? Und wegen der Giftfalle. Hat dein Mate, frag mal dein Mate, ob er eine Giftfalle benutzt hat. Nee, ich bin doch daran gestorben. Du bist an der Giftfalle gestorben? Ich bin an der Giftfalle gestorben. Lol. Ich bin rein und unten in die Giftfalle rein, weil es so geleckt hat. Dann bin ich durchgefallen durch so ein editiertes Loch und dann lande ich in der Giftfalle und war tot. Lol, ach so. Erste Runde Tilted Towers, 5 Sekunden gelebt. Da ging der Control nicht. Controller hat nicht funktioniert. Ja, die haben das geändert. Und jetzt funktioniert's? Jetzt alles okay. Wie war die Runde? Ah, es war okay. 20. Okay, aber man hat schon gesehen, du hast was drauf. Ja. Du hast dich da einmal fast reingegrabbelt. Ich bin ein bisschen besser als Marius. Ja, Marius, wie läuft's? Ja, aber du hast doch, wir waren vorhin drauf, da hast du zwei Kills gemacht. Die haben wir drauf. Das ist das Wichtige, weißt du? Weißt du noch die Situation? In diesem Bunker, in dieser Burg. Ja, mit der Tech. Ja, mit der Tech, da hat er zwei Kills gemacht. Ich glaube, sogar einen Profi hast du geholt. Glaubst du, du würdest hier alle packen? Bro, wieso verbindet ihr mich immer mit Gewalt? Guck mal, wie du aussiehst. Ich bin in diese Family, ich bin family friendly. Ich tue niemandem was. Ich küsse dein Herz. Ich küsse jeden sein Herz. So, aber so, nein. Gibt's nur im Sport. Nein, ich meine im Sport, MMA. So. Im Sport, ja, klar. Ja? Hier.
Willi? Würdest du Willi packen? Ja, klar. Wo ist denn Willi? Die sollen beide kommen. Würdest du beide packen? Und Eldos auch noch oben drauf. Wo ist der? Auch noch kommen. Eldos! Ey, wo ist denn Eldos? Edis meint, er würde euch beide packen. Ehrlich? Ja. Sag mir wann und wo, mein Bruder, jetzt organisiert das. Sydney und Willi gegen... Guck mal, Sydney, kann Sydney herkommen? Komm rüber. Ja, her. aber ich weiß nicht, also Sydney... Ich mach nur Spaß. Also ich glaube, Sydney ist gut drin. Sydney ist groß und so, er ist auch schlaksig, er ist auch so... Er ist so dieses Schlamme. Und Willi ist... Willi hat auch einen, Willi ist einen stabilen Körper. Sag mir wann und wo. Er ist auch heute voll groß, ne? Auf der 22 Marius, Danny und Asa. 21 Edis mit dem Team, Willi nur auf der 20. Abu ist nach oben geklettert, hat jetzt 2 Wins und hat 177 Punkte. Also wir hatten vorher die Teams vertauscht. Abu war 7. und ist jetzt 6. mit einem epischen Win, weil alle anderen anscheinend auch geplaced haben. Revi direkt down und gefinished. Ja, das ist auch sauber. Punktabzug für Revi. Willi nur zu zweit. Es ist jetzt anscheinend wieder passiert. Manchmal, das ist selten, ein Glück ist das nur selten passiert. Das ist aber... Oh, warte mal. What? Oh mein Gott, Mann. Komplett weggelasert. Komplett weggelasert. Amas auf Toilette, Chef. Der kommt gleich wieder. 100 auf die Line. Weggelasert. Oh, er hat sich gerettet. Einer ist 1 HP, einer ist wirklich 1 HP, 1 HP. Fokus Azadorn. Der Pro ist low, der Pro ist low, der Pro ist low. Der ist hier drin. Sind noch zu zweit, aber beide One-Shot. Snipska One-Shot und Hami One-Shot. Nein, ich wollte mich gerade. Snipska down. No, ich glaube 1 gegen 1. 1 gegen 1. Pro gegen Pro. Nee. Ist noch nicht der Pro. Hami ist nicht der Pro. Ist nur ein Spitzer und down. No. 32. Erstes Team, was down ist. 50. 64? Und. Aber ich frag mich jetzt ist meine Frage, wie wollen sie die ablenken? So bei Musik und so ist es ja klar, aber ich glaube, jetzt geht's weniger um Ablenken. Jetzt frag ich mich, Digga. Auch so leid. Ich glaub dir die Melone am Liebes Twitch-Team, das ist Wrestling, das ist alles gespielt, ne? Ich muss meinen Dicks an den Tisch an! Das ist Wrestling, alles gespielt. Okay. Wir gehen wieder zurück, genau. Das sind professionelle Wrestler. Aber gut. Hier, glaub ich, ich kann doch rennen und sprinten. Geh da rum. Sascha, du bist oben, oder? Digga. Passt schon. In das Schiff. Genau. Aber ich fand den Zipline oder den Zipline? Den Zipline, ja, rechts oder links? Rechts. Sag ich. Aber ich glaube, das ist doch das, was am wenigsten ablenkt. Digga, und die spielen da alles noch Fortnite. Kommt die hoch. Also das war, aber das war nicht so krass ablenken, ne? Du siehst aus wie einer von den Kindsköpfen, schreiben die rein. Wer sind die Kindsköpfe? Du kennst Kindsköpfe nicht? Nee. Was ist denn das? Du kennst den Film Kindsköpfe nicht? Oder das gehört zum Allgemeinwissen dazu. Nein. Wenn oder ich das, kenne, dann das gehört einer der, das ist einer der besten Komödien, die es so gibt. Kindsköpfe. Waren zwei Teile. Oder, klar, vor wie vielen Jahren? Schon lange. Vielleicht bist du deswegen so unlustig. Boah. Was ist das? Guck mal, auch hier. Oh. Ernst, Bildungslücke. Die nicht auf den Berg kommen und keinen Grappler haben, haben verkackt. Ja, ist down. Oh, wie nervig. Ist down. Warum pusht der runter? Hä? Tot. Sehr hart. Die Bastard. Oh nein. Sehr hart. Ich wusste, ich werde sterben, deshalb habe ich das gemacht. Ist er nicht Gala-Fan sogar? Er ist Fenner-Fan. Ja. Ah, okay, beide Fenner scheinen dann. Sehr und er. Boah, Mickey da, auch down. Das ist over, Bam. Platz 14, direkt weiter. Musti immer noch alive, aber ich weiß nicht, was die da machen. Sydney noch alive? Ey, warte mal, Mauri hat sogar 7 Kills schon insgesamt, ne? Die haben ja auch schon 2 Siege geholt insgesamt. Also das ist schon krass, was die hier gerade auch liefern. Boah, down. Sydney. Schon wieder Sydney dead. Oh, Sydney? 18er hätten. Na, City! Vadial! Oh mein Gott, das ist auch noch Vadial, der Sohnemann! Ich glaube, wie angespannt. Oh. Aber er hat auf den Bunker geworfen. Ich bin 10. Boah, da scheinen sie alle rum.
Reason lebt noch. Oh mein Gott! Reason zwei Kills. Ich geh rüber zu Reason. Ich geh rüber zu Reason. Guck das guck mal an. Guck mal hier. Und dann kriegt er noch einen Schluck von Drechsler. Über uns. Sieht gut aus, aber bei denen. Die haben 8 Kills. Ja, Reason hat 4 gemacht. Bro, die gewinnen. Ja, ich sag nicht, was ist das? Die werden gewinnen. Sind zu dritt, die sind full life. Unter mir ist zweiter Platz. Ich glaube, ich gehe für den. Er geht für ihn. Zweiter Platz. Er wird sie verkacken. Das ist Phoebe! Hab ihn! Boah! Das! Wo genau unter uns? Oh mein Gott! Flopper Frey geht auch noch weg. Down! Guck mal, dieses Dreierteam da unten. Hast du das Dreierteam gesehen da unten? War der mit Kill? War der mit 2? Noch einer! War der mit 3! Und das war Fabo! Ganzes Team geholt. Und das war Fabo, Chat! Guckt es euch an! Warte, ja, jetzt gegen Reason! Beide Söhne gegeneinander! Komplettes Trio gegen komplettes Duo! Wir müssen den jumpen! Und sie jumpen die. Einer ist dead. Und ich glaube, das ist Vadial gewesen, der sich hier die Kills holt. Reason jetzt hier auf dem Highground. Vadial! Vadial geht hier nach oben. Es ist eine 1v1. Und der eine Sohn ist tot. Es ist Reason! Reason wird geschindet von Vadial. Aber Vadial geht auch down. Wir switchen rüber zu Big Spin. Big Spin jetzt hier. Alle drei live. Das war's. Big Spin. Vorletzter Platz. Gegen Metashi und Mauri. Warte mal, das ist nur noch ein Duo? Ja, ich sag ja. Es ist ein Trio gegen Du. Aber die haben Highground. Boah, kranke Hits. Alter, was geht denn da ab, Noms? Kranke Hits. Er hat angemacht. Irgendwas zum Unterliegen. Der hat auch kranke Hits. Ah, schöne Tech. Wir müssen den Bunker gleich claimen. 6 Kills. 11 Kills insgesamt. Okay. Nein, nicht von der Zone, Norix. Ja? Wir müssen dahin. Er darf nicht einmal rein. Der pusht da einer hier rein. Ja? Nicht in die Zone! Dietrichs! Achso! Oh, falsch. Zweiter Platz. Zweiter Platz. Und Big Spin. Guckt's euch an. Ja! Da wird nochmal ausgerastet. 300 Glocken. 500 gefickt und wir jetzt selber gefickt. Let's go! Metashi ist nämlich gerade ins Late Game gekommen und ist, glaube ich, Top 3 gewesen. Damit jetzt hier 32. Platz. Nikelis hält die Fahne ganz weit oben. Nikelis hat mal ein Ama X Eli gewonnen. Und jetzt dreht man das Leaderboard einmal komplett und Nikelis, so schnell kann es gehen, ne? Also er lädt auch immer Fortnite nur zu den Events runter. Guck mal hier, da haben wir Stylus mit einer Runde, die sie gewonnen haben, Medi, die eine Runde gewonnen haben, Ernesto. Von Leuten, wo man es nicht gedacht hätte, Top 10 ist, 30 Punkte mehr. Das heißt, die müssten ja zum Beispiel einen Sieg holen. So. Digga, Reason ist Zweiter, Alexis 5. Platz. Wow. Boah. Wie geht's dir, Maschine? Ich bin heiser nach einmal schreien direkt. Ich bin ultra noch am Zittern, weil es so krank war. Ich hab's gar nicht expected. Also wirklich nicht. Das macht Bock im Endgame, ne? Ey, wir wurden heute, also gestern war es am Anfang dumm, dann hatten wir gute Runden. Jetzt haben wir heute viermal oder fünfmal wurden wir einmal irgendwie, haben wir es bis selten geschafft, die Rest nur geschittet. Wir wurden instant 33. Ja. Und die Runde jetzt, ey, umso geiler. Also es war einfach perfekt, es hat richtig gebockt. Und ihr habt 300 Glocken, die kann euch keiner mehr nehmen. 300 Euro, fast keiner hier, oder was ist fast keiner, die Mehrheit wird ohne Earnings rausgehen. Ja. Und ihr seid das einzige Team mit einem Win auf der letzten Seite. Das ist eigentlich bodenlos. Nein, das ist okay. Das passt. Und ihr habt auch richtig Meter gemacht. Ihr habt gerade in eurer Runde fast die Hälfte eurer Punktzahl insgesamt gemacht. Echt? Ja. Okay. Ja, ich glaube, ihr habt irgendwas mit 80, 70 Punkten sowas. Okay, haben wir fast das Doppelte sogar noch. Also wir haben fast verdoppelt praktisch. Weil wir hatten, glaube ich, paar 40 und wenn wir jetzt paar 70 oder paar 80 haben, dann... Ja, ihr habt gerade 40 Punkte gemacht und hattet vorher ungefähr 40 geil, Punkte. Irgendwie geil. So Pi mal Daumen. Ja, safe. Aber schon geil. Alter, geil. Richtig geile Runde. Macht sie Spaß. Ey, sowieso, also abgesehen, auch vor der Runde hätte ich gesagt, super geiles Event, es ist super geil mit den Leuten hier, einfach die ganzen Emotionen und so. Und auch einfach, dass sie alle so gegenseitig so ein bisschen auf den Sack gehen, sag ich mal. Das ist schon super geil. Also der Win top ist natürlich nochmal die Experience für mich, aber echt richtig geil. Also super Event. Mert guckt sich gerade die Kabinenansprache an. Von was für ein Spiel waren das? Saudi-Arabien gegen was? Gegen Argentinien, wo die gewonnen haben, ne? Wo Saudi-Arabien gewonnen hat. Er ist drinne. Die letzten Runden liefen nicht ganz so gut wie die ersten, ne? Aber es ist noch möglich. Es kann jetzt um Earnings gehen, um viele Earnings. Ich glaube nicht, dass er mir gerade zuhört. Er ist drin im Tunnel. Das Ding ist over. Er wird jetzt eins mit dem PC und man merkt hier auch die Anspannung bei den Teams, wo es noch um was geht. Wir können jetzt in die letzte Runde reingehen. Es wird jetzt episch. Auch nochmal für euch hier vor Ort. Wir haben jetzt hier die letzte Runde in Bild. Dann haben wir natürlich nochmal die Siegerehrung und dann können wir alle gemeinsam feiern und wahrscheinlich einen Haken hintermachen hinter einem sehr, sehr geilen Event. Und damit würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, let's get ready to rumble! Oder ne? So. So, hast du gut gemacht. Nicht schlecht. Der Profi darf keine Leute killen. Oh mein Gott! Schlotti mit einem Kill? Richtig. Der soll das Dynamiter gerade weglegen. Wie geht's an das Haus Jungs hinter uns? Zwei aus dem Team down. Ich glaube, Mert muss loslassen. Die werden damit Karte. Die wissen ja, wer das ist.
Die werden ja wahrscheinlich die Karte campen. Ist over. Mert raus. Oh. Welcher Hurensohn findet eine Falle? Welcher Hurensohn? Warte mal, warte mal. Sidney! Und da ist Sidney. Okay, ich pop mein Biggie einfach. Dann lass los. Einer pusht, der andere ist schlecht. Warte mal. Warte mal, hier wurde eine Falle benutzt bei Sidney, seinem Team. Er lenkt ja. Ich hab einen Fullbox. Warte mal, was passiert hier schon wieder? Wie selbstbewusst er da reingeht, ne? Und ich lenke die ab. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Reason jetzt hier mit dem doppelten Piece. Guckt euch das an. Das ist der doppelte Piece und er geht hier mit dem Pickaxe-Play. Das ist so gut gespielt, ne? Das ist so, auch voll die Eier, ne? Guck mal, wer den hinterherfährt, der darf den nicht mal killen. Guck mal. Digga, und der Gegner hat eine Pump, der Gegner hat eine AR, der Gegner hat alles. Das ist das Ziel von Big Spin. Die haben, überlegt mal, der hat letzte Runde gewonnen gehabt. Rex, Big Spin und Serhat, die haben letzte Runde gewonnen. Werden von Reason gepiest. Und die Mates sind dann hinterhergelaufen und haben den in die Fresse geschossen. Und das sind 6 Punkte, die schmecken. Boah. Schlotti down. Nein. Schlott. Ja, guckt da blöd aus der Wäsche. Das ist eine Scheiße, sagt er. Bam. Oh mein Gott. Warte mal, das war Schlott. Schlott, super Hit. Guck mal hier, da wird dir einer einen eingeschenkt. Das ist ein zweiter Kill. Ich geh von hinten. Was macht er mit den Edits? Ah, okay, das ist der Pro. Das ist der Pro dort. Das ist der Pro, 100%. Abol. Ja, Abol. Abol. Zack, rein. Hat Grace. No. Oh mein Gott. Okay. Hat er? Philo? Okay. Schon wieder dead? Bei mir. Philo schon wieder 20. dead? 20. 20? Dead. Der ist auch. Oh mein Gott, ja. Hier oben. By the way, ich war gestern länger scheißen. So 20, 30 Minuten abends nach dem Stream und so. Das ist immer geil, ne? Nach dem Stream scheißen immer recht gut. Guck, das ist geiler Switch. Sehr geil gemacht von der Regie. Sehr, sehr geil gemacht hier von der Regie. Wir müssen ficken. Und dann habe ich mir meine Nachrichten alle angeschaut. Sehr, sehr geil. Sag mal her. Alter, der Pre-Edit. Digga, die gehen mit Pre-Edit rein. Was ist denn das für ein Pro? Boah, wer ist da? Also damit kann keiner rechnen. Merle Perle. Merle down, Kian down. Das heißt nur noch der Pro live. Die werden hier gepre-edit in einer 100-Mann-Creator-Lobby. Digga, wie kann der noch so Überblick machen? Das ist so crazy. Seine Maus ist leer. Vor dem Finale wird seine Maus leer gehen. Hier runter. Komm. Omi ist perfekt. Ja, Omi ist ein Kill. Omi ist ein Free Kill. Es ist die letzte Zone. Cringe ist noch alive. 20 Blut, töt ihn. Nice. Hab ihn. Oh, nice, er hat ihn. Finish ihn. Oh nein, er kriegt die Metz. Hast du gut? Stegi down. Ich brauch die Metz. Oh mein Gott. 50 each. Okay, ich glaube, ich mach Medkit bekommen. Er muss das Medkit poppen. Wie sieht's bei Vadial aus? Spiel mal Heilung vielleicht. Guck mal. Vadial. Teil dich. Boah, nicht gut. Bei Vadial. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vadial mit dem Big Hanky. Hanky. Das ist Hanky. Warte mal. Das ist Hanky. Das ist Reason's Team. Und Reason's Team Top 7. 7. Du musst auf Musti gehen. Musti's Team alive. Das war's. GG's. Fünfter? Die haben gewonnen. Die müssen gewonnen haben. Vadial? Die wissen es aber nicht. Vadial könnte noch Reason überholen. Ehrlich jetzt? Ja. Was trotzdem nicht. Du musst bei Vadial bleiben. Ich bin drauf bei Vadial. Warte mal. Dritter. Digga. Wer hat gewonnen? Hä? Zweiter Platz. Alexis wurde zweiter Platz. Willi wurde... Danke. Willi hat gewonnen? Aus welchem Nichts kommt das denn bitte? Wir haben das verdient, ich meine das ernst. Er hat es verdient, sagt er. Damit hat er Earnings, ne? Er holt sich Earnings damit. Offizielle Lade. Wir haben uns das verdient, Jungs. GG's, my man. Digga, wir waren gar nicht mehr auf euch drauf, weil er war alleine. Er war alleine auf Highground. Und hat Heal-Off gemacht, oder? Er war auf Highground die ganze Zeit mit der Zone. Ja. Und er hat noch Bendos und ein Bongo Longo. Hat er Bongo? Ja. Bongo Longo hat er gehabt. Hat funktioniert? Hat nicht funktioniert, die Bendos waren's. Ach, wirklich? Ja, am Ende war. Mit Bendos hat er gewonnen. Ja. Es ist so, wir hatten euch leider nicht auf dem Schirm, weil wir ja auf die Top 5 komplett hin und alle waren alleine. Alle waren alleine. Deswegen, wir mussten hin und her switchen und plötzlich, ich sag, wer hat gewonnen? Regie schaltet rüber zu dir und du so, yeah! Wir haben uns das Leben am längsten. Aber war stark, war super. Gut gespielt. Aber unser Pro hat das am Ende wirklich gecarried. Glaubt ihr, ihr kommt jetzt in die Top 10 damit?
Nein. Nein? Nein, wir haben den Tag zu krass gepopelt. Ich weiß, wie ich hier saß. Ja, ich hab's gesehen. Einmal PC ausgehauen. Ja, ja. Zweimal einfach weggegangen auf Klo, auch für mich. Aber das war wichtig so für das Feeling und so. Aber wie war jetzt hier, Turnier zu Ende, wie fandest du's? Digga, ich sag euch das offen und ehrlich, ohne jetzt hier irgendwas im Mund zu nehmen. Fucking geil. Ja, ja, du geile Sau. Area, dieses Schreien, auch Animation, Event-Ding. Ich würde einfach so im Großen und Ganzen sagen, 10 von 10 Wiederholungsbedarf. Oh, Liebe. Wow. Und Liebe. Noch größer. Ja. Ich glaube, weißt du, wie geil das sein kann, wenn du eine Arena hast und welche killen und das Publikum auch. Digga, weißt du, wie die oben immer geklatscht haben? Ja, Digga, es waren 150 Zuschauer, als du gewonnen hast, haben alle Willi. Ja? Alle. Yes. Also oben 150 Zuschauer haben immer schon gut Welle gemacht. Geil, ne? Die haben immer geklatscht bei so Kills. Als Reason vorhin, Digga, der hat 3 Leute eingeboxt, ohne jemanden zu killen, hat raufeditiert und seine Mates haben die gekillt, du hättest mal sehen müssen. Geil. Und dann die so, also oben schreien die, alles richtig geil. Ey, super Turnier, danke, dass ich dabei gewesen sein durfte und ich bin mega stolz. Cheeps, ich weiß nicht, mein Chat hat gesagt, Fokus-Vertrag vielleicht, keine Ahnung. Cheeps, bester Mann, wirklich mein Chef. Der Typ hat uns wirklich, da wo wir sind, hat der Typ uns hingebracht. Das ist geistkrank, wirklich. Geil, auch nochmal Liebe da lassen in den Chat für die Pros, weil die haben wir ja alle nicht hier, außer 3 Stück. Deswegen gerne nochmal Liebe da lassen. Die Pros sind auch top, top, top Spieler, muss man ja sagen. Waren bei alle angenehm, ne? Also nette Leute. Wenn nicht, dann sagt es mir, ne? Weil ich bin deren Chef. Also für mich bis jetzt das beste Event, wo ich jemals war. Ich fand alle geil, aber hier zu zocken, rumzuschreien, ich schwöre, das war so geil. Vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen, vielen Dank an alle, die es organisiert haben, an die Chats. Wenn wir beleidigt haben oder gedingst haben, das ist nur Spaß. Immer Spaß. Das macht man unter Freunden, das ist einfach geil. Das war ohne Scheiß voll krass. Die Tabelle kommt jetzt. Es wird gerade gerechnet. Wir werden aber alle hochgehen und dann werden wir zusammen uns zusammen. Wir werden jetzt einmal gemeinsam mit allen nach oben gehen und werden dort nämlich jetzt einmal die Siegerehrung machen, die Standings machen. Das heißt, alle Mann, nehmt euch euren Links- und Rechts-Mate und schickt sie nach oben. Wir sind jetzt hier wieder in der Halle. Es geht jetzt zur Siegerehrung. Wir wollten aber noch mal ein paar Sachen loswerden. Ja. Vielen Dank an die ganzen Zuschauer, die hier noch vor Ort sind. Es ist 1 Uhr. Ne? Wir wissen das sehr zu schätzen, dass hier noch die Letzten übrig geblieben sind und die ganze Zeit auch schon Stimmung gemacht haben. Ne? Von 16 bis 1 Uhr hier. Ja. Ne? Auch nochmal Applaus an euch selber. Sehr schön, dass hier noch so viele am Start sind. Wir wollen uns bedanken für die Zuschauer vor Ort, die hier das ganze Zeit supportet haben. Wir haben das schon oft angesprochen, aber weil es halt wirklich was Besonderes ist. Bei Amar und mir gestern beide 100.000 Zuschauer, 120.000 Zuschauer Peak. Bei uns beiden heute wieder 100.000 Zuschauer. Das gab es nicht so oft im Fortnite-Creator-Bereich. Also wir haben auf jeden Fall schon mit euch zusammen was Großes geschaffen. Epic war auch hier am Start, hat das Ganze gesehen. Ne? Und wir werden da auch Epic Games! Also mit dem Mann, wie gesagt, arbeite ich seit 6 Jahren. Ne? Wir werden uns gleich an den Tisch setzen. Gleich an den Tisch setzen. Also wir haben hier wirklich was Cooles hinbekommen, zusammen als Community. Danke geht raus an Amars und mein Management. Ohne die wäre das auch nicht möglich. Sie haben die ganze Regie hier, also was jetzt die Regie top, ne? Aber sie haben auch die ganze Planung natürlich mit übernommen. Und Amar und ich waren die beiden, die nur vor der Cam standen. Also super cool, dass wir hier mit solchen Leuten zusammenarbeiten können. Wir kommen jetzt zur Siegerehrung. Und da geht es nachher auch nochmal ein Dankeschön an die Creator. Deshalb werden wir denen auch nochmal sagen, weil ohne die Creator wäre so ein Event auch nicht möglich. Dass das mal gesagt ist, bevor wir hier reingehen und nicht so arschisch einfach, ja, hier, danke, passt, fertig ist, ne? Wäre ein bisschen kacke. Wir müssen uns bedanken, das ist nicht selbstverständlich. Top-Community und Liebe geht raus. Ja, legt euch da hin. Komm, wie... Ich kann nicht bei mir mit meinem Knie. Wie in der Schule damals. Einmal auf die Kamera schauen. Geil. Was? Top. So, bevor wir jetzt in die endgültigen Earnings, oder was heißt Earnings, Standings reingehen. Nochmal Dankeschön von uns an alle Creator, die hier vor Ort sind. Ja. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ohne euch wäre das nicht möglich. Es wird immer gesagt, Dankeschön für die Einladung, Dankeschön für die Einladung. Aber wir bedanken uns bei euch allen. Kuss geht raus an alle, die sich die 2 Tage hier genommen haben. Das wäre, das ist wie gesagt, nicht selbstverständlich. Also das ist wirklich nicht selbstverständlich. Wir wissen das sehr zu schätzen. Gerne das nächste Mal wieder. Und wir werden jetzt in die finalen Standings gehen. Wir fangen an beim letzten Platz. Ich glaube, es wird jetzt einzeln gezeigt. Der letzte Platz an dem heutigen Abend. Amar X Eli Hybrid Lands. Achso, ist doch nicht einzeln. Achso. Ist doch nicht einzeln, okay. Perfekt. Die letzte Reihe wird nochmal angeführt hier von Metashi, der das erste Mal mit dabei ist. Herzlichen Glückwunsch, Metashi, Essio und Cosmo. Dich gefolgt von Maxify, Dylan und Camo.
Nikelis direkt gefolgt hinterher. Nikelis sogar schon mal ein Event gewonnen. Jetzt fast letzter Platz, sehr, sehr krass, mit Lofty und Timme. Breitenberg direkt gefolgt hinterher auf dem 30. Platz mit Dave Knight, Shusei und Rosemondi direkt gefolgt hier auf der 29. King Phil, Corny im Team. Dann haben wir Kian mit Merle Perle und Vipix auf der 28. Let's Hugo, Philo und Mr. Y. Und Revi auf der 26. Jesse und Khan. Big Spin, Rex und Serhat mit den ersten Earnings auf der Seite, glaube ich. Das sind die einzigen, die Earnings aus dieser Seite geholt haben. Da auch nochmal GGs an dieser Stelle. Hami, Snipska und JJ. Kuba, Alkiria und Stompy auf der 13. Bitte den Bild, also uns klein in der Ecke. Und groß dann, also das Scoreboard groß und uns klein in der Ecke. Und wenn dann aufgelost würde, die Leute groß. So, weil man sieht das im Stream nicht. Jo. Perfekt. Oh mein Gott, Digga. Okay, jetzt ist es over. Digga, jetzt haben sie reingetobelt. Wir haben losgelassen. Wir haben losgelassen. Wir haben einfach losgelassen, Leute. Okay. Wir sehen unsere Top 10 in den Earnings direkt hier mit dabei. Auf dem ersten Platz muss die Romatra und Ares, ja. Kann passieren. Ist eine Live-Situation. Wir haben was anderes gewollt. Kann passieren. Ja, dann fangen wir mal an mit den Leuten, die nicht hier mal die zweite Seite, sondern die erste Seite. Ist einfach direkt in die erste Seite gegangen. So, wir sehen jetzt hier auf dieser Seite, fangen wir direkt oben an. Gerne auch alle applaudieren. Leider aber keine offiziellen Earnings außer dem Sieg. Sydney, Fene und Jaixian. GGs an dieser Stelle. Keine Earnings. Auf der 300 Earnings. 300 Earnings. Ah doch, sie haben 300. 300 Earnings. Ersten Win. Direkt nicht gefolgt davon. Eldos, Kokoboss und Prey, ihr habt auf jeden Fall hier safe schon mal Earnings. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann haben wir direkt gefolgt Mauri mit Norex und Noms. Die haben sowieso schon Earnings durch den Sieg und sind auch noch hier unter den Top 9. Mickey und Cheeps hier auf der 8, auch in den offiziellen Earnings, auch mit dem Sieg. Rohat hat es auch noch mal reingeschafft unter die Top 7 mit Mondi und Vico. Dann haben wir hier Baby Bouger auf der 6 mit Reapers und Chap. Direkt unser unser erster Platz vom ersten Tag. Alexis, Standardskill und Janis hier auf der 5, auch mit den offiziellen Earnings. Und dann sehen wir hier direkt den nächsten Sohn gefolgt mit Vadial, Nassim Bujelab und Cyrix hier auf der 4. Und jetzt Top 3. Jetzt kommen wir zu den Top 3 und hier schmeckt's. 15.000 für den ersten, 9.000 für den zweiten, 6.000 für den dritten. Und man muss sagen, wenn welche punktgleich waren, zählen die epischen Sieger. Deswegen genau. Sind sie. Oh mein Gott, Vadial! Ach du Scheiße, das sehe ich jetzt gerade. Ein Punkt hätte gereicht. Dynamit, erste Runde. Guck, so schnell kann das gehen. Einfach an die Regeln halten, dann ist es natürlich deutlich leichter. Wir fangen an. Hier auf diesem Podest. Also, so ist das aufgeteilt. Erster, zweiter, dritter. Okay? Okay, meine lieben Freunde hier drinnen und natürlich an alle Teilnehmer. Einen tosenden Applaus für das Team von Abu, Chef Strobel und Frey. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ihr nehmt insgesamt 6.000 Euro mit, plus die zwei Siege. Das heißt 6.600 Euro. Mein Sohnemann hier, auch nochmal gerne Applaus für Reason, Hanky und Stegi. Ach du Scheiße. Wow, herzlichen Glückwunsch und mach du gerne den letzten Platz. Und oder der den letzte ersten Platz. Platz ist Musti, Rumatra und Aras. Herzlichen Glückwunsch für den ersten Platz. Mit Durek, ne? Ist das krank. Pokal müssen wir noch übergeben. So. Und du holst ihn schon. Und jetzt gibt es natürlich einen epischen Moment, wie man ihn auch aus der Champions League kennt. Das ist dein Pokal von dir, Romatra und Aras. Und Musti, damit der Sieger 2023 von Amal Gneli. Hier mit am Start. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich würde sagen, wir zeigen auf jeden Fall noch die zweite Seite. Ja. Regie, zweite Seite. Also eine Rede, Musti. Ja, Sie sagen. Wie fühlst du dich? Also, bedank dich bei den Mates. Ja, ja, das sowieso, aber ich wollte eine Frage, weißt du? Ja, ja. So, auf jeden Fall, danke. How do you feel tonight after this win? After this win, I feel very confident for the next few years in the tournaments, pro tournaments next week. Duo Cash Cup with Reason, als dein Fokus. Und danke nochmal an meine Mates, Romatra und Aras. Ihr habt wirklich sehr, sehr gut gekämpft.
und Grüße an meine Lightskin Brothers. Digga. Ey, wer hat ihn das eingebracht? Mann, die beiden Vollidioten da hinten. Die beiden Dummköpfe da. Guck, Dummköpfe, zeig sie, bitte. Die sind schuld. Es war die Streaming-Woche, ich weiß ja, da ist er so geworden, in dieser Streaming-Woche. Aber fairerweise werden wir bitte Regie jetzt nochmal auch für den Chat die Scoreboard-Seite 2 anzeigen. Ja. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Da tut's uns leid, wurde ein bisschen reingepobelt, aber kann passieren. Auf der 22 Kato, Hübi und Timid. Auf der 21 Edis, Zane und Flixi. Auf der 20 Medi, Unfair und Magican. 19. Platz wurde Noah, Fix und Kuka. Auf der 18 Marius Wolf, Solution und Asa. 17. Sascha, Dilexa und... Ich seh's nicht. Aber hilf mir. Skype. 16. Willi, White Course und Cringe FN. 15. Platz Erne, Matze und Bruder. Conan. 14. Platz Wähler, Robin Hack, Volko. 13. Phoebe, Fabo, Pluto und 12. Styler, JJ und Maijo. Wir haben es hinbekommen. War sehr anstrengend auch, ne? Zweimal fast 10 Stunden Stream. Ja. Letzten 48 Stunden, 20 Stunden durchgelabert. Vielen Dank an alle, die hier eingeschaltet haben, bei Amar, bei mir, bei den anderen eingeschaltet haben. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Event war, Fortnite-technisch. War aber sehr, sehr cool. Amar, du hast die letzten Worte. Das ist dein Kanal, du hast die letzten Worte. Dann, ja, sag auch nochmal irgendwas. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Okay, ich sag so, das ist ein sehr, sehr besonderer Moment, den man hier mit sehr vielen schönen, tollen, mit Freunden teilen kann. So, wir beide teilen das auch, diesen Moment. Wir haben uns vor 2 Jahren fast gedacht, so, ey, lass uns das mal gemeinsam machen. War so eine zwei Idioten, Schnapsidee, bumm. Viermal erfolgreich gewesen, viermal über 2 Tage hinweg immer sehr erfolgreich gewesen. Dankeschön an alle dafür. Lasst gerne ein Follow da, unterstützt das Ganze. Road to 2 Million, Bro. Yes. Auf das nächste Event. Let's go. Liebe geht raus. Dankeschön. Sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.